So, die Wochen der Orcas haben angefangen und Freunde, damit ihr nichts verpasst, wirklich gar nichts, schön ordentlich den Kanal abonnieren, ordentlich Likes geben, vielleicht auch mal so eine kleine Glocke anschalten und dann werdet ihr nichts über die Orcas verpassen. Ich freue mich auf euch, vielen Dank für die lieben Kommentare und euer großes Interesse an den Orcas. Also jetzt rein ins nächste Orca-Video, los geht's! Ach, wir machen das einfach mal so. Pass auf. Also, jetzt wird's geil, aber auch ein bisschen brutal. Das sage ich ab und zu vor meinen Videos, ne? Aber versprochen, nur cooler, positiver Content. Nichts Bösartiges. Nichts mit, wo Tiere gequält werden. Nur, wo sie extrem brutal gefressen werden. Das kommt jetzt. Das ist halt das, was Orcas machen, Freunde. Pass auf, das wird ein Video nach meinem Geschmack. Und auch nach dem Geschmack der Orcas. Denn in diesem Video geht es darum, was Orcas so alles fressen. Und vor allen Dingen, wie sie es tun. Bam! Oder was? Oder was? Rein da, ihr fordert es. Ich fordere es auch. Guckt mal. Ich habe ein paar Videos rausgesucht, unten noch ein paar eigene Videos rausgesucht, die aus meiner Vergangenheit sind. Also pass auf. Killer Whales Attack and Kill Blue Whale von John Totterdale. Gehen wir rein oder was? Also nur mal so. Zweitgrößtes Raubtier der Erde tötet das größte Tier auf unserem Planeten. Geiler Videotitel. Aufschreiben bitte, Max. In March 2019 off the south coast of Western Australia, a pack of killer whales attack, kill and feed on an adult blue whale. Ein adulter, also ein ausgewachsener Blauwal, ja? Wir reden über 33,6 Meter bis zu 200 Tonnen. Nicht alle sind so groß, aber ich sag mal, 28 Meter, 100 Tonnen. Das Bumsfallerad, alter Schwede. Gehen wir mal rein, mal gucken, was passiert. A group of whale research encountered the six-hour event, witnessing the first successful killer whale predation of a blue whale. Ja, dass das zum ersten Mal gefilmt wurde, beschrieben wurde, heißt ja nicht, dass es nicht immer schon hunderte, tausende Male stattgefunden hat. Ne? Also da bin ich gespannt. Mal gucken, was passiert. Aber wir sehen schon, alles Mädels. So, jetzt geht's los. Western Australia, Blauwale, okay, ist auch der echte, ist kein Pygmy Blue Whale. Wir haben Orcas, ich habe ja schon gesagt, Western Australien war ich noch nicht. Ist mir eine völlig unbekannte Region, da kenne ich auch die Orcas nicht. Wir wissen, tropische Orcas, Meeressäuger fressende Orcas und ein Blauwal als Orca-Truppe fertig zu machen. Okay, gucken wir mal, ob ich euch erklären kann, wie das Ganze stattfindet. Übrigens, wenn ihr auf dem später mal als Meeresbiologen auf dem Meer seid und ihr sucht Wale oder ihr sucht etwas Interessantes, der Fritz hat das ja mit mir schon durchgemacht, draußen auf dem Meer ist es viel langweilig auch, weil passiert jetzt nicht super viel. Ist viel Wüste auch, ne? Und manchmal ist das Meer glatt, manchmal hast du super viel Wellen. Aber wenn du jetzt Wale suchst und so, kannst du natürlich Ausschau halten nach dem Blow, also nach dem Blast des Wals. Aber immer eine gute Hilfestellung sind die Vögel. Da, wo viele Vögel sind, da ist meistens auch irgendwas los. Ob das jetzt ein Schwarm Fische ist, der unter der Wasseroberfläche ist, dann hast du meistens noch Delfine oder Haie oder irgendwas dazu. Aber da, wo Vögel so in richtiger Aktivität sind, ist meistens immer interessant, seht ihr hier auch schon, weil die wollen natürlich ihren Anteil abhaben. Wenn da gleich der Blauwal gekillt wird, dann kommen da alle möglichen Sturmtaucher, Möwen und so, wollen ihren Anteil haben. Ich bin gespannt, ob wir jetzt sehen, wie die Killerwale das machen. Denn so ein großes Tier können sie natürlich nicht einfach töten und fressen, sondern in der Regel bei großen Bartenwalen gehen die Killerwale also immer als Team hin, wechseln sich ab beim den Wal unter Wasser drücken, immer auf das Blowhole, dann halten ihn unten, dann wieder andere. Andere versuchen, seinen Schwanz abzubeißen, also seine Schwanzfluke, dass er nicht mehr schwimmen kann, beziehungsweise sich damit auch nicht verteidigen kann. Eine ziemlich miese Technik, aber ziemlich effektiv. Und dann geht es auch bei den großen Bartenwalen nicht darum, jetzt die ganzen, das ganze Muskelfleisch und so zu verspeisen, sondern es geht auch hier überwiegend um die Leber und meistens um die Zunge. So, und versucht jetzt mal wirklich euer Auge auch zu schärfen, im wahrsten Sinne des Wortes, für immer das, was ihr seht und versucht es dann zu interpretieren. Guckt euch die Familienzusammensetzung an. Sind das jetzt männliche Orcas, weibliche Orcas oder wie viele Männchen sind dabei? Ausgewachsene Tiere, kleine Tiere. Ihr könnt aus solchen Momentaufnahmen immer schon super viel rauslesen, wer hier was macht, wer nur beobachtet, wer dabei ist. Also versucht zu analysieren, rechtsmedizinisch. Das fände ich geil. Ordentlich Welle. Boah, da ist er schon. Der Blauwal, noch atmet er. Ich sehe nur Mädels bis jetzt. Jetzt gibt er nochmal Gas. Guck mal, da war schon ein Orca hier hinten an der Schwanzfluke.
Ihr seht auch am Hump, da hat er schon eine abgekriegt, das ist oben seine Rückenflosse quasi. Seitlich weggetaucht. Boah, es ist auch als einzelner Blauwal und es gibt nur so wenig. Und dann hast du so eine ganze Herde Orcas am Hacken. Ah, hier haben wir einen Sam, einen Semi-Adult Male. Also einen nicht ganz ausgewachsenen Orca. Hier vorne ist auch schon was kaputt gegangen. Ich habe sowas nochmal in der Antarktis gesehen mit einem Zwergwal, einem Minke Whale, und das ging nur eine Stunde. Und dann hat der Kapitän gesagt, wir müssen noch woanders hin, wir müssen Schutz suchen, es kommt ein schwerer Sturm. Und dann sind wir gefahren. Aber ich habe das Ende leider nicht gesehen. Was ich so blöd fand, in so einer Situation umzukehren. Und Alter, wir hatten alle so Bock, das zu sehen, aber es ging nicht anders. Und ich sage euch nur eins, ne? Fluke vom Blauwal, einmal auf den Orca, weg ist er. Also das ist extrem gefährlich, weil immerhin stecken hier Dutzende Tonnen Power dahinter. Hier vorne seht ihr wieder Semi-Adult Male. Ja, ihr fragt hier gerade schon im Chat, könnte der Blauwal nicht einfach abtauchen und die Orcas loswerden? Naja, das ist im Prinzip so wie bei uns auch. Es sind ja Säugetiere, wir müssen atmen, wir können einen gewissen Zeitraum die Luft anhalten. Aber wenn du 6 bis 10 Typen am Hals hast, die sich immer abwechseln, 2, 3 Minuten Luft anhalten können und sich dann wieder verpieseln können, Luft holen, und du die ganze Zeit im Stress und die ganze Zeit atmest, kannst du nicht einfach nach unten wegtauchen. Die können beide ungefähr gleich lang die Luft anhalten, der Blauwal ein bisschen länger. Das ist wie bei Bodenlänge läuft, der kann mehr Sauerstoff speichern im Verhältnis zum Körpergewicht als ein Orca, aber auch bei einem Blauwal ist nach 17 Minuten Schluss Pumpe. Ist ja kein Pottwal, der sich einfach in die Tiefsee verpisst. Und selbst Pottwale werden von Orcas gefressen. Ne? Also der ist hier unter Stress, der kann nicht einfach wegtauchen. Und die Orcas sind viel, viel schneller. Und sie können sich immer abwechseln und ihm hinterher. Und auch, wie wir im letzten Video gelernt haben, auch ein Orca kann 1000 Meter tief tauchen. Ich glaube, Blauwale, weiß ich nicht, kann mal schnell bitte jemand den Rekord rausfinden. Diving Record Depth of Balaena Musculus. Das würde mich mal interessieren, den Tieftauchrekord von einem Blauwal. Wüsste ich nicht auswendig. Ich kann nicht alles wissen, Freunde. Das müsst ihr mal kurz rausfinden für mich. Schreibt es mir in den Chat, bitte. Boah, nur mal so, die Fluke vom Blauwal hinten, ne? 5 bis 6 Meter breit. Das ist die mächtigste Fluke überhaupt. Boah, und der kämpft. Ist aber kein Riesenblauwal. Ich würde den schätzen anhand der Orca-Größe. 24 Meter, 23 vielleicht. Okay, habt ihr schon rausgefunden, bis zu 1000 Meter auch der Blauwal. Aha. Alles Mädels, ne? Also es ist eine richtige Mädelsgruppe und ein Sam. Ah, ne, das hier könnte noch ein zweiter Sam sein und ein ganz besonderer. Mit einem leichten Knick in der Flosse. Den kann man also auch gut wiedererkennen. Übrigens nochmal zur Anzahl, wenn ihr Delfine seht, mal später, wenn ihr eine Whale-Watching-Tour macht oder wenn ihr Delfine einfach so seht, die ungefähre Regel heißt, man sieht immer nur etwa ein Drittel der Tiere an der Oberfläche. Das heißt, seht ihr 10 Tiere, sind es insgesamt etwa 30 Tiere. Kann man so als Faustformel sich mal merken. Das, was ihr hört, sind übrigens Sturmtaucher. Gargaros. Oh, das geht jetzt ganz schön lang, ne? Der arme Blauwal. Tut mir auch ein bisschen leid. Und ihr müsst auch mal überlegen, so ein Blauwal hat auch gar keine Intention, so tief zu tauchen. Die fressen Krill und kleine Fischschwärme, die sind alle an der Oberfläche. Der Blauwal muss niemals tief tauchen. Das Einzige, was der Blauwal manchmal macht, ist in eine bestimmte Zone im Meer tauchen. Die liegt etwa um die 200 Meter in einem bestimmten Kanal. Dort taucht er rein, sendet seinen Ton aus, weil in diesem Kanal herrscht eine bestimmte Salzwasserdichte und Temperatur, die besonders gut Töne in einem bestimmten Frequenzbereich um die Welt leitet. Das heißt, er schwimmt darunter, sendet einen Ton aus, wenn er Long Distance Communication macht. Ansonsten hat der Blauwal in der Tiefsee nichts verloren. Was will der da? Auch die Orcas. Was wollen die da? Ja, die Orcas jagen vielleicht noch den einen oder anderen Squid, aber im Prinzip taucht er dem Orca einfach nicht weg. Fertig. Ich spule mir ein bisschen vor, oder? Wir gucken mal, was hier noch so passiert. Oh, hier, da ist noch ein dickes Männchen gewesen. Das will ich mal kurz sehen. Jetzt wird es schon ernster. Boah, da seht ihr alle auf einem Haufen. Jetzt drücken die den unter Wasser, jetzt ertränken die den, ne? Da
Da seht ihr die Technik, wie ich gesagt habe. Und dann immer einer nach dem anderen drauf, drauf, drauf. Hinten sind welche an der Schwanzflosse. Naja, und wie wir gelesen haben, ne, kann sowas schon mal ein paar Stunden dauern. Boah. Das mal live zu sehen, Leute, der große Traum eines Meeresbiologen. Ich sage euch, das, dann Pottwal versus Giant Squid oder eine weiße Haigeburt. Das wäre schon der Hammer. Aber ihr seht hier sehr schön die Jagdtechnik. Das Video könnt ihr euch mal angucken. Wir verlinken das natürlich auch immer alles unten. Und euch mal mit den Jagdtechniken der Orcas beschäftigen. Ich wollte euch mit dem Video einfach nur zeigen, selbst wenn du das größte Tier im Meer bist, und jetzt nicht der Don, wo wir alle wissen, dass der irgendwo in der Tiefsee lauert, hast du gegen ein Pod Orcas keine Chance. Und schon gar nicht, wenn es so viele sind. Ne? Und ich sehe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mindestens 9. Ich gehe mal so von 15 vielleicht aus. Das wäre so eine typische Pottgröße. Und dann müsst ihr jetzt mir alle einzelnen Flossen angucken. Boah, und da mit dem Boot dabei. Alter, Jackpot, ey. Na, ihr seht's. Und ihr habt auch schön gesehen, wie sie das machen. Das mögen wir natürlich. John Totterdale. Lasst mal was da und sagt ihm, was er für ein Lucky Guy ist. Ihr habt damit gesehen, das ist eine von etwa um und bei 150 Futterquellen von Orcas und eine sehr schöne Jagdtechnik, wo wir es gut gesehen haben. Fand ich ganz gut. Jetzt, wir sind mal wieder auf dem Kanal, den ich sehr, sehr gerne mag und wir mögen uns ja sehr, Terramata und ich. Orcas Slap Stingray with Tail. Ich würde aber eigentlich gerne euch vorher noch ein anderes Video zeigen, was ihr auch im Rahmen der Orca-Serie vielleicht sehen werdet. Wo haben wir es? So. Wir haben hier einen neuseeländischen Orca. So, guck mal, was sie macht. Das ist eine Familie Orcas. So, und jetzt achtet mal da drauf. Die interessiert sich sehr für das, was hier drinnen in dieser Felsspalte stattfindet. Guck mal. Also sie war nicht da wegzubewegen. Sie wollte unbedingt hier in diese Felsspalte rein. Und die Quallen sind es nicht, was sie interessiert. Ihr seht übrigens, dass Orcas keine Menschen fressen, ne? Nicht oft. Oben am Boot, hier unten zwei andere Orcas, ganz, ganz viele Quallen und Salpen im Wasser. So, jetzt gucken wir mal um die Ecke, was da so los ist. Und siehe da. Na? Ah! Ein kleiner Eagle Ray. Der sich glücklicherweise vor den Mädels verstecken konnte. Aber ihr seht schon, Orcas fressen gerne Rochen. Und das erkennt man übrigens sehr, sehr gut daran, wenn ihr mal Orcas seht in der freien Natur, besonders die in Neuseeland zum Beispiel. Viele von denen haben im Alter abgeribbelte Zähne. Das heißt, wenn du den ganzen Tag nur Rochen und Haie frisst, die ja eine sandpapierartige Haut haben, dann über die vielen Jahrzehnte ribbeln sich deine Zähne tatsächlich ab. Und das ist ein sehr schönes Zeichen, woran man gut erkennen kann, was diese Orcas eben fressen. Und dann besonders bei den alten Tieren ist es wie bei uns, die Zähne nutzen sich ja auch ab, nur da eben besonders stark, weil sie sich auf diese Nahrungsquelle spezialisiert haben. Manche Orcas haben das auch übrigens in Gefangenschaft, wenn die zu lange, also wenn ihnen langweilig ist, was ja sowieso den ganzen Tag ist, dann knabbern die am Beton. Und da kam es schon vor, bei einigen jungen Orcas, die gefangen wurden, in Gefangenschaft gebracht wurden, dass die nach 6 Wochen schon kaum noch Zähne hatten. Hast du dann offene Zahnhälse, offene Kiefer und so weiter. Das muss täglich 3-mal gespült werden und mit Antibiotika ist alles eine Riesenscheiße. Also gut. Jetzt gehen wir aber rein, was nämlich passiert. Bei Terramata gibt es so ein schönes Video. Wenn dann so ein Orca mal einen kleinen Stingaria oder einen Eagle Ray erwischt. Freunde. Und jetzt Achtung. Bap! So, und nur mal so, nochmal, ich rekapituliere. Wir gucken uns das nochmal an. Das ist ein weiblicher Orca, ausgewachsen, volle Möhre. Wenn ein Mensch mit diesem Flugenschlag erwischt wäre, egal wo, da ist dein Bein durch, deine Rippen sind gebrochen, du hättest ein schweres Schleudertrauma, ich glaube, du wärst tot. Weil hier verpasst ein 3,5 Tonnen schweres Tier so eine Zuhälterschelle. Und dieser Stingray ist natürlich im Wasser und er ist aus Knorpel, aber der ist dann betäubt. Guck mal, der macht nicht mehr viel. Und ihr seht auch hier oben am Rand noch die Gefährlichkeit einer solchen Aktion. Es gibt mir einen bekannten Fall, wo ein Orca tatsächlich im Maul durch einen Stingray-Stachel, der ja
nicht nur spitz, sondern auch giftig ist, getötet wurde. Da lag ein Orca am Strand mit einem Stingray-Stachel im Maul. Das ist gefährlich fürs Auge vom Orca, grundsätzlich gefährlich. Aber ich finde das krass, dass sie sich da ordentlich trauen, das zu machen. Aber ihr seht auch den Power, der dahinter steckt. Und wo sind wir? Das habt ihr schon erkannt. Anhand der Farbe des Wassers, anhand der Art des Stingrays und anhand der Art des Orcas, Sea of Cortez, einem Platz. Leute, bevor ich von dieser Welt gehe, muss ich in die Sea of Cortez. Ich muss da irgendwann hin. Könnt ihr nicht mal einen Job organisieren, den ich dort habe? Ich will das unbedingt. Ich möchte so doll in die Sea of Cortez. Ich zum Spaghetti-Monster. Irgendwann muss mich mein Job mal dahin führen. So. Bam! Ihr seht übrigens auch sehr, sehr schön, dass es tropische Orcas sind. Ich zeige euch das jetzt nochmal. Achtet mal bitte auf die Flossenränder. Hier hängen überall Barnacles dran. Das haben Orcas in den kalten Gefilden nicht, weil es die Barnacles dort nicht gibt. Also Parasiten, die sich an den Flossenrändern aufhalten und filtrieren und das auch filtrieren, was Orcas übrig lassen. Das haben nur tropische Orcas und man kann tropische Orcas noch sehr gut daran erkennen, dass sie Cookie-Cutter-Shark-Bites haben. Ihr wisst natürlich alle schon, was Cookie-Cutter-Sharks sind. Die Plätzchen-Ausstecherhaie, der Lantern-Shark, der etwa so groß ist, zu den Zigarrenhaien gehört, in der Nacht an die Oberfläche kommt und Plätzchen ausstanzt aus Meeressäugern. Haben die Bite-Marks von Cookie-Cuttern oder solche Parasiten, sind es immer tropische Orcas, die aus den kalten Gefilden haben das nicht. Habt ihr gut erkannt? So. Bam jetzt. Los. Pam. Und denkt nicht, dass so ein Orca einfach da drauf ballert. Der überlegt auch genau, in welchem Winkel. Weil so eine Balleraktion kann ja auch damit enden, dass der Stingray-Stachel durch die Fluke geht. Was auch sich infizieren kann und so weiter. Also die machen das schon mit höchster Präzision. Und dann kommen sie meistens zu zweit, zibbeln den auseinander und holen sich die Leber raus, wie als ob das mit einem Skalpell gemacht wurde. Also das ist nicht brutales Zerstören. Und so ein Orca-Schädel, der ist so groß, die Zähne sind so groß und man würde jetzt denken, das ist alles nur so grobmotorisch. Freunde, das sind die ultra-präzisen Meister. Und wir sehen noch etwas. Der schlaue Zuschauer hat jetzt schon gemerkt, der Stingeria liegt auf dem Rücken. Tonische Immobilität, das wissen wir von Haien und Rochen, dann schlafen sie quasi ein, also ein Sensory Overload, eine sensorische Überlastung, wenn du Haie und Rochen auf den Rücken drehst, weil sie das niemals machen. Der Hintergrund davon ist bis heute nicht wirklich bekannt. Den einzigen Vorteil, den es hat, dass die Männchen die Weibchen greifen, auf den Rücken drehen und die Paarung dann etwas einfacher ist. Also zur Anwendung von zu Hause, nehmt euch das die Natur als Beispiel. Bam! Und nochmal, bam! Nur mal so, der Stingray, ne? Wenn der jetzt nicht betäubt und getötet wäre, dann kann der immer noch seinen Stachel ordentlich mit einer schnellen Bewegung in den Körper der Orcas jagen und da sie ihn ja fressen, auch ins Auge oder sonst wohin. Ich möchte erinnern an den Tod von Steve Irwin, da ging der Stachel direkt ins Herz. Da war das Gift nicht ausschlaggebend, sondern tatsächlich der Stachel, der die Herzkammer ruptiert hat. Also die sind nicht von ungefähr, ne? Also so ein Stingray kann schon viel Schaden anrichten. Hier haben wir es auch nochmal schön gesehen. Ich will das nochmal anhalten. Achtet einfach darauf. Ich möchte, dass ihr das lernt. Ne? Hier sehr schön, diese Barnacles werden in meiner Orca-Serie auch eine Rolle spielen. Da werdet ihr das noch, werdet ihr die mal von nahen sehen. So ein Rochen muss auch tot sein, bevor du den frisst. Und auch hier, es wird immer geteilt. Kein Orca frisst für sich alleine. Da war dann schon ein bisschen Blut im Spiel. Und Freunde, denkt dran, das ist nur die zweite Futterquelle von 150, was Orcas alles für krasse Technik beherrschen. Und denkt immer daran, und das ist immer das, was ich im Kopf habe, wie geil muss es sein, dass du da dabei warst. Alter Schwede, was für ein Glück. Das ist eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte, ne? Dass du da dabei warst und das mal siehst. Da ist er, das Stingeria. Da geht nicht mehr viel. Tut mir auch ein bisschen leid um den Stingray, weil ich mag die sehr. Ich bin ein großer Stingray-Freund. Kriegt natürlich, hab ich schon geliked. So. Was haben wir noch? Ah, da habe ich ein Video rausgesucht von Sub-Imagery Production SARL. After 400 Kilometers Road from France to Norway, Didier Neuro. Kenne ich noch nicht. Meets friends in Skjervøy. From the start, a voyage on the sailboat, bla bla bla. Fjords, Orcas, bla bla. Denn die haben was Geiles aufgenommen.
Eine andere Futterquelle der Orcas, das wisst ihr jetzt schon, sind die Heringe, die großen Heringsschwärme in Norwegen zwischen November und März. Und das hier ist, glaube ich, ziemlich gutes Footage, was wir uns reinziehen können, denn ich war tatsächlich persönlich noch nicht da. Spricht jemand Französisch? Norwegische Fjorde, ihr seht hier auch Fischerboote, ne, und so weiter. Hampi, seht ihr jetzt, mittlerweile könnt ihr die Wale, wenn ihr schon fast ein Jahr hier zuguckt, dann könnt ihr die Waltiere schon alle super gut auseinanderhalten. Sehr, sehr schön zu sehen. Humpback Whale, der Buckelwal wegen seinem Buckel. Oh, hier die norwegischen Fjorde, eisbedeckte Berge und dann hier so Hampis. Oh. Ah. Geil! Mega. Das ist der sogenannte Spyhop. Spyhopping machen sie nur, wenn sie auch sehen wollen, was über der Wasseroberfläche abgeht. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, dass die eine sogenannte Doppelslit-Pupille haben, eine Doppelschlitzpupille. Das heißt, die Delfine sind die einzigen Tiere, die über Wasser genauso gut sehen wie unter Wasser. Das gibt es eigentlich im Tierreich. Guck mal uns an. Wir sehen über Wasser ganz gut, also individuell abhängig natürlich, aber unter Wasser sehen wir alle scheiße. Da gibt es niemanden, der gut gucken kann. Robben zum Beispiel sehen an Land sehr schlecht, aber unter Wasser sehr gut. Orcas über und unter Wasser gleich gut. Was krass ist, das ist physiologisch, biologisch gesehen der Ultrahammer. Ja, das musst du erstmal bauen als Spaghetti-Monster-Freunde, ne? Wisst ihr noch, dass ich gesprochen habe von Millionen von Möwen? Hunderte Humpbacks. Hunderte Orcas, Milliarden Heringe, Millionen Möwen. Das muss ein geiles Spektakel sein. Und hier auch direkt, ne, am Fischerboot dran. Auch krass. Und denkt dran, das ist nicht am Abend oder so, sondern im November bis März herrscht dort der arktische Winter. Es ist sehr weit nördlich Richtung Polarkreis. Und da ist dann eben einfach nicht mehr genug Licht. Boah, da dabei zu sein. Und denkt immer daran, einige Orca-Populationen fressen gerne Buckelwale, die dort fressen halt Fisch. Und deswegen hört man sie dann unter Wasser auch gut. Und hier sehen wir eine Jagdmethode. Die ist ganz geil, weil die Orcas tatsächlich den Fischern die Heringe stehlen. Teilweise. Oder die Überbleibsel fressen, also das heißt, was aus dem Netz fällt auch mal was raus oder es geht was über Bord. Das schnappen sie sich auch, weil ist ja frisch tot, ansonsten fressen sie kein Aas. Und es führt dann auch ab und zu Konflikten oder dass sich so ein Orca auch mal am Netz verheddert. Und normalerweise töten die Heringe, indem sie in großen Gruppen die Heringe herden, also das heißt Bälle formen oder sie zusammentreiben. Müssen sie aber fast gar nicht, weil dort eh riesige Schwärme sind. Und dann, bam, auch wieder mit ihrer Schwanzflosse. Teilweise Einzeltiere, aber eigentlich einen Teil des Schwarms betäuben und dann einen nach dem anderen aufpicken. Das ist so eine richtige Festmahlzeit da. Über Monate geht das. Mega geil. Boah, ich könnte gar nicht meine Arbeit nachgehen hier als Fischer. Ich würde die ganze Zeit nur fotografieren und meine Taucherausrüstung fertig machen. Boah, Alter, schon wieder dass Drohnen erfunden wurden für den Wildlife-Bereich, ist einfach göttlich. So, da seht ihr es. Leute. Boah, wie viele Orcas? Ja. Alter, fehlt nur noch ein Buckelwal. Ah, guck mal. Hier sehr, sehr schön, obwohl kein Hai oder rochenfressender Orca, einfach ein altes Tier. Da sind die Zähne irgendwann tatsächlich worn off, nennt man das, also abgenutzt. Allerdings gibt es bei Walen und Delfinen, genau wie bei uns, auch Fehlstellungen im Gebiss. Das heißt, ich habe schon Pottwalknochen gesehen, müsst ihr mal googeln, die gar nicht aufeinander beißen, sondern die vorbei beißen oder wo der komplette Unterkiefer nach unten gedreht ist und also auch den wahnsinnigen Verbiss haben. Auf einer Seite ist genau wie bei uns und manche von denen hätten halt eine Zahnspange gebraucht, so wie ich. Boah, ich hatte hunderte Jahre gefühlt Zahnspangen, das war schrecklich. Da, zack, und eingesaugt, weg. Schon sehr geil. Und achtet nochmal hier drauf, ihr seht das gerade nicht. Daran kann man die Menschen, wie gesagt, gut erkennen. Ne? Dickes, langes Schwert, ordentliche, fette Flipper. Und bei den Menschen ist immer die Schwanzfluke hier
Also so, nach unten gebogen. Haben die, guck mal, hier seht ihr es auch sehr, sehr schön. Ordentlich viele Menschen hier am Start, Alter. Geil. Das zu filmen. Hier auch sehr schön. Man kann das Geschlecht bei Delfinen und bei Walen auch sehr, sehr gut unterscheiden. Hier seht ihr nur eine Öffnung und bei den Weibchen wären dann noch die Mammal Slits, also das für die Zitzen. Wenn ihr da mehrere Öffnungen seht, ist es dann immer ein Weibchen und bei einem Schlitz ist es ein Männchen. Was kommt da raus? Der? Richtig. Und hier hinten haben wir dann noch the Poop Hole. Wenn der Orca seinen Lümmel auspackt, ich sag euch, das ist wie eine Seeschlange, die da rumlümmelt. Und manchmal an der Oberfläche sieht man das, meine Güte. Ihr fragt hier, warum die Schwanzfluke gebogen ist. Das ist im Prinzip wie, wenn ihr fragen würdet, warum ist das Gehirn eines Mufflons gedreht oder das Geweih eines Hirsches gebogen. Das hat, um die Mädels zu beeindrucken, einfach sich das Haar schön gemacht oder die Flosse schön umgebogen, weil die das geil finden. Und ihr seht auch schon, guck mal, und Chat, das liebe ich, wenn ich sowas mitkriege. Das finde ich richtig geil. Hier hat einer geschrieben, wo ist es? Kona-Bot. Keine Barnacles. Exakt. Guckt mal, wie viel ihr hier schon lernt. Das ist super geil. Diese Orcas haben keine Parasiten, weil es kaltlebende Orcas sind und dort gibt es eben diese Art Parasiten nicht. Sehr geil. Gefällt mir hier. Ey, gefällt mir. Sehr gut. Alter, da hängt jetzt noch ein Buckelwal mit ab, mit den ganzen Orcas und hier driften so ein paar Heringsskelette. Ja, geil. Mega geil. Schön, schön, schön. Für Bilder, ey, lecco mio. Eingesaugt. Unfassbar krass. Unfassbar krass. Finde ich keine Worte, wie geil das ist. Ja, jetzt stehen ja auch mal die Leute und fangen auch mal an zu filmen. Wisst ihr jetzt, warum ich Meeresbiologe bin? Da. Alter, Junge, Junge, Junge. Willst du Orcas am Boot? Musst du einfach nur ein Heringsfischerman sein, ey. Lecco mio, was ist denn hier los, ey? Holy Scheiße. Was? Diving with 50 Orcas. Also in Norwegen ist das so, deswegen habe ich euch das gezeigt. Ne, wir wissen jetzt schon, Orca-Gruppen sind zwischen 6 und 12 in der Regel, jagen immer gemeinsam als Team. In Norwegen sind es manchmal 50. Es gibt auch ein Video, wo es 500 sind. Kann ich mir nicht angucken, weil muss man lizenzieren. Findet ihr auf YouTube aber. Und die dann alle gemeinsam jagen, herden und reinschlagen und fressen und Buckelwale und, oh, Alter Schwede, das ist so krass. Macht das doch. Fahrt doch da mal hin, schnorchelt mal mit denen. Aber ihr wisst, ich bin zwiegespalten bei solchen Geschichten. Naja, anyway, aber geiles Video, hat mir gut gefallen. Sub-Imagery Productions, geht rein, lasst mein Abo da. Natürlich ganz geil. Fischfressende Orcas, die also auch die ganze Zeit unter Wasser und klick, 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 die sich miteinander unterhalten, weil sie fressen nicht Wale, die dadurch abgeschreckt werden könnten. Fischfressende Orcas, daran könnt ihr es auch gut erkennen, die unterhalten sich die ganze Zeit. Was haben wir hier? Ah, okay. Das ist das Video, was am meisten missinterpretiert ist. Das finde ich so komisch. Ach, da kann ich nur ein bisschen was zeigen, weil Licensing, genau, das hatte ich mir rausgesucht. Denn man sieht eindeutig, dass es eben kein weißer Hai ist. Und es wird immer von einem weißen Hai gesprochen bei dem Video. Guckt mal. Das ist was zeige ich auch in meinem Vortrag immer, dieses Bild. Das ist wunderschön, weil ihr einen Orca seht. Übrigens auch, ihr seht schon. Guckt mal, ihr kleinen Meeresbiologen, ja? Tropischer Orca. Ich weiß gar nicht, wo es ist. Ob jetzt Galapagos oder Kalifornien, keine Ahnung. Und ihr seht einen Tigerhai, kein voll ausgewachsen. Ich würde mal schätzen, der Orca ist so 7 Meter lang. Dann las den Tiger 2. Also es ist ein junger Tiger. Und er hat aber auch seine 150, 200 Kilo. Und der Orca hat ihn auf den Rücken gedreht. Tonische Mobilität bei Haien. Und da wird dann immer gesagt, sie machen einen weißen Hai platt. Das Video habe ich schon 100.000 Mal auf Instagram zugeschickt bekommen oder so. Guck mal, Robert, die fressen weißen Hai. Nein, wir sehen hier doch an der Breite der Schnauze,
dass es sich eindeutig um einen Tigerhai handelt, eine weitere Futterquelle bei unseren Orcas. Und ich finde die Art und Weise halt so smart. Die Orcas wissen, dreh den Hai auf den Rücken und er kann dir nicht mehr gefährlich werden. Also wie geil, ne? Das Video müsst ihr euch alleine angucken. Das darf ich mir im Stream leider nicht anschauen. Was haben wir noch? Sehr geil. Mutet man den Orcas nämlich nicht zu. Wir sind auf Galapagos, Wolf Island, also eine der großen Inseln von Galapagos. Gehört zu Ecuador. Also Ecuador links raus. Machen die Orcas, guckt mal, eine, ich habe mal vorgespult, das Video geht ewig, da ist nichts zu sehen, aber hier sieht man es sehr, sehr schön. Snacken einfach mal eine Meeresschildkröte weg. Und ich meine, die hat halt einen dicken, fetten Panzer. Das machen sonst nur das Tier, was eben gefressen wurde, Tigerhaie. Finde ich krass. Also damals, als das rauskam, ich habe das, glaube ich, vor 5 Jahren oder so zum ersten Mal gehört und dass es dann gefilmt wurde, hat mich überrascht. Hätte ich nicht gedacht, dass Orcas auch mal eine Meeresschildkröte wegsnacken. Wieder eine der Futterquellen. Das Video ist nicht besonders gut, aber ich glaube, wir haben es eindeutig gesehen. Eine weitere Futterquelle. Und jetzt wird's krass. Ist ein fürchterliches Video, kann ich mir nicht angucken, aber in der Recherche hierum, um Bilder zu bekommen. Ne, ich würde euch am liebsten nur meine Videos zeigen von Orcas, aber ich habe mal schon mal darüber nachgedacht, mal so eine Einjahres-Orca-Reise um die Welt zu machen. Aber selbst da ist nicht gesagt, dass du ultra geiles Verhalten filmst. Du müsstest 100 Jahre lang Orcas filmen, um all diese zufälligen Begegnungen, die natürlich jeden Tag da draußen stattfinden, aber wo du nie dabei bist, ne, zu filmen. Das heißt, ich muss immer, wenn ich darüber rede, mit Videos von anderen arbeiten und da habe ich dieses Video gefunden und das zeigt einiges Krasses. Wir sehen einen Delfin. Ich glaube, es könnte so vom Look her, aber das kann ich natürlich hier nicht gut sehen, ein Common Dolphin sein, also ein gewöhnlicher Delfin. Kasatka имеет свой собственный диалект, набор уникальных звуковых сигналов. Kasatka, das ist doch Wal, oder was? Которые передаются из поколения в поколение путем обучения и являются аналогом. Wir sehen 1, 2, 3 Orcas auf der Jagd. Kofu людей. Und bam! Und habt ihr es gesehen? Ich möchte da nochmal hingehen. Achtet mal wirklich genau drauf. Hier schießt der Delfin. Achtet mal bitte auf diesen Orca. Weg abgeschnitten und dass sie sich den holen kann. Also dieses koordinierte Zusammenspielen von, die müssen ja miteinander kommunizieren, wobei die Mammal-Eating-Orcas während der Jagd nicht kommunizieren, müssen sie sich vorher ausmachen, okay, wie handeln wir den Delfin zusammen? Ich schneide einen Weg ab, dass du dir den schnappst. Das ist ja hier wie so ein koordiniertes Fußballspiel. Also es ist schon wirklich ultra. So, Delfin gecatcht, ne? Ist vermutlich ein Common Dolphin. Именно сложная система коммуникации в сочетании с высоким интеллектом позволяют касаткам успешно охотиться не только на дельфинов, но и на самых крупных животных на планете. Weg ist er, der Delfin. Weggesnackt. Selbst die snacken sie. Und jetzt? Киты являются основной добычей для многих. Hier haben wir einen Buckelwal. Da seht ihr auch wieder ganz viele Barnacles, ne? Популяции касаток. При охоте на кита касатки наносят ему множественные укусы, стараясь обездвижить. Auch der Buckelwal ist nicht sicher vor Orcas. С чего ослабли? Wobei der Buckelwal wirklich extrem gute Verteidigungsmechanismen hat, nicht so wie ein Blauwal, der im Prinzip schutzlos ausgeliefert ist. Der Buckelwal hat ja ganz viele Barnacles, also auch große Seepocken, die sind teilweise, naja, was weiß ich, in der Basis, na, 5-6 Zentimeter im Durchmesser, scharfkantig auf der Schnauze, womit er sie die hauen kann. Der hat 6 Meter lange, super starke Arme, mit denen er die peitschen kann. Also der kann sich schon gut wehren und auch gerade Buckelwale und Grauwale sind dafür bekannt, dass sie, deswegen heißt der Grauwal auch Devilfish, Ferocious Fighters. Das heißt, dass sie ihre Jungtiere gerade gegen Orcas massiv krass verteidigen. Und hier, das haben wir schon mal in einem anderen Video gesehen, das snackt einfach, da, guck mal, da Männchen hat einfach mal so ein Buckelwalkalb im Maul. Super krass. Wahnsinn. Wahnsinn. Добычей может стать даже крупнейшее известное животное за всю историю Земли. Und woran wird hier schon wieder rumgenuckelt? Die Orcas wollen nur die Zunge. Und dann wird auch der Blauwal platt gemacht. Das wollte ich euch noch zeigen, ne? Also alle Wale stehen im Prinzip auf der Liste der zu essenden Tiere bei den Orcas. Was haben wir hier? Ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber das könnt ihr euch selber mal anschauen. Ich kann es vielleicht erzählen.
während wir uns dieses hübsche Bild anschauen, dass Orcas, guck mal, wie der Titel des Videos ist, How Orcas Are a Natural Predator of Moose. Ach komm, wir gucken es uns einfach an. Los. The name killer whale is a misnomer. They're actually a type of dolphin, but they do love to kill things. Also. Nach meinem Geschmack geht das hier schon los. They do love to... Achso, ich muss vielleicht sagen, was ein Moose ist. Ein Elch. Ne? Das, also Orcas fressen Elche. Ich habe euch auch gesagt, die fressen auch Eisbären, die fressen Otter, die fressen Vögel, die fressen alles. Es ist einfach so. Called. They like to kill things. Because they're one of the ocean's top apex predators. Oh, ja. This means that they themselves have no natural predators. Well, except for motorboats in SeaWorld. Orcas... Schöner Seitenhieb, hat mir gut gefallen. They'll eat over 100... Und guck mal, jedes Mal, wenn wir jetzt so ein Video gucken, wisst ihr jetzt schon exakt, wo es ist. Männlich, weiblich, Gruppengröße, tropisch, nicht tropisch. Ey, ich sag euch eins, ohne Scheiß. Am Ende dieser ganzen Orca-Geschichte hier auf YouTube seid ihr Orca-Profis. Und das ist mein Ziel. Deswegen mache ich das, damit keiner von euch jemals zu SeaWorld gehen muss und sich diese Tiere in Gefangenschaft anguckt und immer 400 Gegenargumente hat gegen die Haltung von Orcas in verdammten Swimmingpools, ja? Deswegen bilde ich euch hier aus in Sachen Orca. 40 species of fish, other marine mammals and even moose. More on that one later. Orcas are a... Kleine Unrichtigkeit, also diese, das hier, Orcas aus der Meereswelt fressen über 140 Fischarten. Nee, ungefähr 150 verschiedene Futterquellen, nicht nur 140 verschiedene Fischarten. Also, ne, die fressen wirklich alles. More on that one later. Orcas are able to kill pretty much anything, largely because they're extremely intelligent. Their intelligence is comparable to chimpanzees. And some have even gone so far as to say... Also, ich habe schon beide Tierarten relativ intensiv gefilmt, fotografiert und begleitet. Ich würde sagen, Orcas sind deutlich intelligenter als Schimpansen. Deutlich. Auf eine andere Art, aber deutlich intelligenter. That orcas are smarter than mud or even bricks. And like bricks, orcas work together to make something greater than themselves. Na, wo ist es? Kommt, Freunde. Ihr wisst es. Ich bin gespannt, Chat. Komm, haut raus. Wisst ihr, was es ist? Ich mache jetzt einfach mal kleine Zwischenfragen, wie in der Schule. Nur in geil. Ja. Kanada! Cooperation on top of intelligence is what gives them a... Speeding, das ist hier, wenn Orcas mal richtig Bock haben, ne? 64 km/h, da sieht man mal Orcas in Power. Alter Schwede. Sure, an individual orca is a force to be reckoned with on its own, with males weighing in at up to 12,000 pounds and with lengths up to 26 feet long. For scale, imagine a mid-sized U-Haul truck swimming after you at speeds up to 25 miles per hour and with a bite force of 19,000 PSI. Bisschen schneller. For puny, pathetic apes like most of us, this is quite terrifying. Oh, but yeah. If you happen to be a sperm whale, an orca attack is more like a human getting rammed by a Power Wheels Barbie Jeep Wrangler. One is easy enough to... Sehr schöner Vergleich, finde ich, passt aber. Off, but a synchronized fleet of vengeful Barbie Jeep Wranglers? That's a whole nother story. Das ist geil, das gefällt mir. Orcas live and hunt in matrilineal groups called pods. Pods can range from between 5 and 30 members, and pods all over the world have developed unique and creative hunting techniques passed down from mother to daughter. In a D-Day inspired... Naja, nicht nur von Mutter zu Tochter, sondern auch von Mutter zu Sohn und von Schwester zu Sohn. Also untereinander lernen die voneinander. Ihr wisst ja auch schon, wo es ist, Freunde. Ihr wisst, wo es ist. Kommt schon. Ihr seid schon Orca-Profis. Ihr seid auf einem sehr guten Weg. Ja, geil, ey. Ganz genau. Argentinien. Maneuver. Orcas will storm a beach to grab unsuspecting sea lions. Orcas. Achtet auch immer wieder darauf, wer hier dabei war, ne? Und wie Peninsula Valdez, ihr seid schon geil. Am Ende, ich sag euch, ich bin gerade richtig glücklich. Es macht mich richtig stolz, dieses Wissen so geil weiterzugeben und dass ihr das schon so gut drauf habt. Gefällt mir. In squads, one orca leading the charge while others flank in to make sure their prey can't escape. Unlike D-Day, however, orcas have never been observed sustaining injury while beaching themselves. Despite the... Seht ihr auch, und das finde ich bei diesem Video so ultra geil, wie beweglich die ist. Und guckt und sucht und das finde ich so geil. Being super risky. Orcas near Norway cooperate to munch on herring. First, a pod cooperatively herds the herring into tight balls. They do this by slapping at the fish with their tails and flashing their bellies at them. Their bellies clearly frighten the fish because their white markings look like spooky ghosts. Einer der Gründe, warum Orcas unten weiß sind und schwarze Flecken haben, übrigens sind auch da, die haben auch Bellyflecken und so weiter,
sehen alle sehr unterschiedlich aus, ist, weil sie aussehen wie Geister. Na, endlich haben wir das mal verstanden. Das finde ich ja geil. They will also make use of one of the scariest weapons known to whale kind. Sensitive viewers may want to turn away right now. That's right. Orcas will blow bubbles at the fish. Once the pod has herded the fish together, they take turns killing them with their Werdet ihr auch in der Orca-Serie sehen, das Bubble Blowing. And eating them. This process machen aber auch andere Wale. Kennt ihr vielleicht schon das sogenannte Bubble Net Feeding von Buckelwalen? Ist eine für mich der spannendsten und most sophisticated, also höchst entwickelten, krassesten, geilsten Jagdtechnik aller Zeiten, wenn mehrere Buckelwale unter einen Heringsschwarm abtauchen, sich positionieren unten und während sie aufsteigen, koordiniert Blasen ablassen, einen Blasenvorhang kreieren, der den Heringsschwarm einfängt und dann alle gleichzeitig mit offenen Mäulern in diesen Heringsschwarm reinstoßen. Also wie geil kann es bitte sein? Von oben sieht es aus, als ob das Meer anfängt, rundherum zu kochen und dann brodelt es, weil die Fische rausspritzen und dann BAM! Oh. Leute, das Meer ist einfach geil. So, swimming around. Werdet gefälligst alle Meeresbiologen, sonst wäre ich sauer. Round the clump of fish to feed looks a bit like a carnivorous merry-go-round, thus the strategy's name of carousel feeding. In the Arctic, penguins and seals will perch on ice floes to avoid predators in the water, but orcas have figured out how to eat these guys anyway. A pod will swim together under an ice floe to create a wave that knocks the hapless creature off of it. If only we could harness some orcas to finally tip the notorious Club Penguin iceberg. Interestingly, not every seal that gets knocked off an iceberg floe is eaten. Some just get plopped right onto another ice floe, implying that orcas will sometimes perform this. Endlich sagt's mal einer. Ich erzähl das immer und noch nie hat's irgendjemand anders gesagt und gefilmt, aber immerhin mal in der Grafik angedeutet und das finde ich so geil, dass sie ihre Jungtiere so trainieren. For practice, cool. Or just for fun. It should come as no surprise then that orcas are. Den Orca kennt ihr auch schon. Kennt ihr noch seinen Namen? Ich hab's schon mal gesagt. Kinda, sorta. Ihr habt ihn erkannt. An seinen Verletzungen. Ja, Bob, Mel, ja. Ich liebe den Chat heute. Heute bin ich wirklich besonders beeindruckt von euch. Gefällt mir sehr. One almost exclusively pescatarian population in the Pacific Northwest will harass and or kill neighboring porpoises and seals for no other apparent reason than it just seems like they're enjoying it. But other populations in the region. Ah, das wollte ich erzählen. Genau. Orcas zählen neben einigen Delfinarten und den Menschenaffen zu den einzigen Tieren auf unserem Planeten, die auch zum Spaß töten. Das machen Tiere eigentlich eher nicht. Selbst eine Katze tötet nicht zum Spaß, das ist Spielverhalten und Training. Aber so richtig zum Spaß, zum Frustablassen, zum Stressabbau, das machen nicht viele Tiere. Menschenaffen ja, insbesondere Schimpansen, alle anderen und Bonobos, die anderen meines Wissens nach nicht. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Großer Tümmler, Pilotwal, Orca töten auch zum Spaß. Wer noch? Schreibt's mir in die Kommentare. Das würde mich interessieren, ob es noch Tiere gibt, eures Wissens nach, wissenschaftlich bewiesen, die auch zum Spaß töten. Mehr sind mir jetzt, glaube ich, aktuell nicht bekannt. Mehr wüsste ich jetzt auch nicht. Nee, und die Menschen. Okay, gehen wir weiter. Do actually prey upon all sorts of aquatic animals, like dolphins, small or young whales, seals and moose. Alright, now I know what you're thinking. Hold on. Endlich, jetzt kommt die Moose-Geschichte. Ich bin so gespannt, ey. Weil das ist krass. Ich hoffe, er erzählt alle Geilheiten, die es darüber zu erzählen gibt. Not aquatic animals. I mean, they look about as buoyant as a bag of bowling balls. And to you, I say, yes, they are as buoyant as a bag of bowling balls. Ja. If all the bowling balls are less than 12 pounds and so less dense than water. Moose hair, you see, is hollow. Like, for instance, a hollowed-out bowling ball. This insulates moose in the depths of winter against temperatures as low as negative. Die töten übrigens auch gar nicht mal so wenig Menschen, ne? Elche. Also es ist auch kein ungefährliches Tier und in der Wildnis immer für alle so ein bisschen tricky. Ich habe die schon in Schweden häufig gesehen. Norwegen nicht, ne? Ne, nur immer in Schweden. Die machen schon Eindruck auf mich, finde ich. Also so ein Moose, in, besonders die Männchen oder Weibchen mit Kalb, kann schon mal rappeln. Kein ungefährliches Tier. 60 degrees Celsius. And the hollow hairs also. So, da sehen wir es doch. Oh, das wäre ein geiles Bild. Auch gerade schönes Standbild, gell? So schön, zack, auf der Wasseroberfläche, auf Wasserniveau, wo die Linse kurz einditscht mit dem Grün im Hintergrund. Ah! As hundreds of thousands of tiny little life vests, helping keep moose afloat. But unlike bowling balls, moose are great swimmers. In the water, they can reach the breakneck pace of 5 miles per hour. Was wirklich schnell ist, das schafft ja kein Mensch. Also das ist
Michael Phelps, bin mal gespannt, wie schnell der wird, aber ein Moose, also fast 10 km/h, das schaffen Menschen nicht, oder? That doesn't sound that fast, but compared to us, it is. An average human swimming speed is only about 2 miles per hour. Michael Phelps is... Ja, das ist schon schnell. ...heard of 1.42 minutes for the 200-meter freestyle makes his average speed during that race only about 4.7 miles per hour. Okay. Und der Moose ist einfach mal doppelt so schnell. ...is that if Canada wants to get a place on the stands at the next Olympics, maybe they should just add a Moose to their 2024 team. Ich mag den Humor, gefällt mir. Moose are great in the water, but what are they splashing around for anyway? Surprisingly, like the killer whale, Moose is actually a misnomer, and Moose are actually a type of dolphin. Okay, not actually, but their nostrils do act almost like blowholes. Valves pinch their nostrils shut when they go underwater. Und jetzt wird's nämlich geil. Jetzt wird's wirklich geil. Ich hoffe, er erzählt es so, wie ich das gelernt habe. Ich bin gespannt. Helps Moose hold their breath for up to a minute and dive as deep as 6 meters. Here, Moose forage for aquatic vegetation. Also, es gibt tatsächlich tauchende Elche. Ich kenne immer bis zu 15 Meter, 2 Minuten Luft anhaltend, die Kelp fressen und Meeresalgen. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, du bist irgendwo in Kanada unterwegs als Taucher, filmst, keine Ahnung, du willst irgendwelche Seals filmen oder große Seesterne oder Oktopus oder keine Ahnung. Düdelst da so durch den Kelpwald und auf einmal kommt dir ein tauchender Elch entgegen. Alter, wie geil muss das bitte sein? Und dieser tauchende Elch wird dann vom Orca weggesnackt. Beste Aufnahme ever. Alter, wäre das geil. Boah, hätte ich da Bock drauf. Also ich habe mich schon mal zu Tode erschrocken. Nicht zu Tode, ich habe mich erschrocken. Weil ich nicht davon ausging, als ich vor den Orkney-Inseln tauchen war, weiß ich nicht mehr, wann das war, 2007 oder 6 oder so, keine Ahnung, auf einer Expedition. Und dann kamen mir auf 25 Meter, 20 Meter Tiefe, kamen mir die Trottellummen entgegen. Also sehen aus wie Pinguine. Nur halt die Pinguine des Nordens, sagt man auch. Das als Vogel, das fand ich auch schon geil. Aber so ein Moose, der da unten Algen abknabbert und oh, Alter. Especially during the late summer season, when pickings become geil. Slim back above the surface. Moose will also keep cool underwater during the summer, when it reaches a... Das ist aber Süßwasser, der knabbert da nämlich gerade Seerosen ab. Genauso wie so ein Graskarpfen. Aber die gehen echt ins Meer und essen Algen, ey. Brutal 60 degrees Fahrenheit, which many moose report is about as hot as a volcano on fire, at least for them. Sometimes they even drop by backyards uninvited for impromptu pool parties. Gibt's YouTube-Videos von, and this is where the orcas strike. Or, well, where they would strike if they could fit in a backyard pool or even get into backyard pools. But who knows? Maybe orcas have an alliance with the It Clown who helps smuggle them around sewers. Where orcas act... Boah, den hasse ich. Es gibt wenige Sachen, die mir Angst machen. Clowns? Nein. Actually attack moose, though, is off the coast of Canada and Alaska, while moose swim between the various islands to forage. Moose carcass... Ach so, das kommt auch noch dazu. Nicht nur, dass sie Kelp fressen, sondern ganz, ganz wichtig, Moose und nicht nur Moose, sondern auch Elk, also der Hirsch, nicht zu verwechseln, Elk ist nicht Elch, ne, im amerikanischen Englisch, die schwimmen, genau wie Rehe und so weiter, das auch in Deutschland tun, oder auch Schweine, von Insel zu Insel. Ich weiß gar nicht, ob Orcas eigentlich auch Wildschweine fressen. Gibt es da Wildschweine? Das muss mal jemand kurz rausfinden, bitte. Aber diese ganzen Säugetiere schwimmen zwischen Inseln, um sich neue Territorien zu erobern. Und dabei... have been found off the coast of Vancouver with lacerations consistent with orca bites. Don't ask in the comments how scientists figured out what orca bites look like. Let's just say some grad students came out the other end missing some fingers and legs. Gefangenschaft. Und was seht ihr hier? Ne? Immer schön drauf achten, Freunde. Despite being stronger swimmers than you might expect, a tired moose is still no match for a pod of orcas. In fact, orcas use persistence hunting strategies. A pod will run down young or elderly whales until they are exhausted and pull them down below the water. Orcas will even smother their prey's blowhole in order to drown them. So a tired, slow-moving moose would be an easy target. Boah, was denkst du auch so als Elch? Du willst nur ein paar Algen knabbern? Und dann kommt so ein Seepanda angeschossen und snackt dich weg. Alles ist auch schon... It. However, it's unclear gemein. Whether orcas hunt moose opportunistically, the same way you might eat a stray hot dog sitting on the sidewalk, or if orcas attack moose just for fun, the same way you might eat a stray hot dog sitting on a sidewalk. But don't worry too much. There has never been a recorded orca attack on a human in the wild. Vielleicht 1 bis 2. Reden wir noch drüber. Yet. Das fand ich geil als Abschluss. So, Freunde, jetzt muss ich euch noch mal was zeigen. Wir sind immer noch im selben Video. Guckt mal, das ist ein Video. Ach, das habe ich schon 100 Jahre. Ich weiß gar nicht mehr, woher das kommt auf meinem Rechner. Wir sehen ein... Also, wir haben jetzt in diesem Video besprochen vom Wal bis zum Delfin, vom Hai bis zur Meeresschildkröte, vom Elch bis... Jetzt
kommt eigentlich, muss man kurz überlegen, ja doch, würde ich sagen, für mich die besonderste Jagdmethode, die Orcas so machen. Ich finde sie mega geil und es zeigt, wie unfassbar cool die sind und wie intelligent. Wir gucken uns das mal an, wir gehen mal rein. So, ach so, ganz kurz muss ich mal die Situation erklären. Also Orca in Gefangenschaft, es wird sicherlich irgendwo in Amerika sein, anhand der Vögel, die ich hier sehe. Wir haben hier einen Orca, wir haben hier verschiedene Reiher, die sehen so aus wie Kuhreiher oder sowas, ne? Und der Orca hat sich einen dieser Heringe, die er immer zu essen kriegt, gefrostete Heringe, viel mehr geht da nicht bei den Orcas, viel mehr kriegen sie nicht. Stell dir mal vor, jedes Mal so labbrigen scheiß Hering. Naja, aufgehoben und hat den da hingelegt. Ich gehe noch mal ein Stückchen zurück. Ein Orca legt einen Hering, den er sich aufgespart hat, den er bekommen hat, dahin, lockt diese Reiher hier an, hält aber genau den Abstand, wo sie meint, dass die Reiher aber trotzdem rangehen, sie aber trotzdem in Striking Distance ist. Ja? Das ist ultra geil. Die hier sind alle klug. Es gibt aber immer einen nicht klugen. Und sie geht sogar noch ein Stück zurück, weil sie merkt, okay, die haben zu viel Schiss. Ich gehe mal einen Tacken zurück, aber ich darf nicht zu weit, weil dann schaffe ich es nicht. Bupp. Und Wiedersehen. Jetzt wird mit den Mitgliedern geteilt. Na, da kommen schon die anderen Orcas, dann wird geteilt. Also nochmal. Der Orca behält sich von seiner Tagesration ein Hering in der Ecke des Beckens auf, legt ihn dorthin, weiß, dass die Vögel kommen, hält den richtigen Abstand, aber nicht zu weit, dass er in Striking Distance ist, spart sich etwas für die Zukunft auf, überlegt sich einen Plan, kann sich in andere Tiere hineinversetzen. Unfassbar. Gibt auch geile Videos von Reihern, die sich Toastbrot klauen und kleine Stückchen abrupfen und reinwerfen, Fische ankommen lassen und sich dann die Fische wegsnacken. Also man darf Tiere niemals unterschätzen, aber ich finde dieses Video von den Orcas, das zeigt schon sehr, wie unfassbar intelligent die sind. Also das muss erstmal ein Menschenaffen nachmachen. Das finde ich echt krass. So, dann, sehr geil. Wir hatten es in abgeänderter Art und Weise schon mal, dass Orcas Fische stehlen. Was heißt denn hier stehlen eigentlich? Ich habe mich immer falsch ausgedrückt, merke ich gerade. Weil Orcas können gar keine Fische stehlen. Wir stehlen die Fische. Die Orcas, das ist deren Nahrung. Und wenn wir die fangen, dann stehlen Orcas sie nicht. Merkt, wisst ihr, was ich meine? Ich habe mich immer falsch ausgedrückt. Krass. Wir sehen eine Langleine, also eine Angelleine. Ich weiß nicht, wo es ist, ehrlich gesagt. Und es hängen an dieser Langleine, die ja kilometerlang ist, hängen ganz, ganz viele Haken runter mit Ködern. Und da gehen dann Fische ran und irgendwann holt man das ein, um die Fische zu fangen. Das ist zum Beispiel typischerweise für Thunfische macht man das so oder für Schwertfische und so weiter. Und gehen wir rein. Da ist eine Kamera befestigt an den Langleinen. Da hängen die Fische dran, die die Fischer haben wollen. Ich kann es nicht erkennen, was das ist, Leute. Tut mir leid. Normalerweise bin ich gut mit sowas, aber ich kann euch hier tatsächlich mal nicht sagen. Und die Orcas snacken sich einfach die Fische vom Haken, ohne selber sich dabei daran zu vertüdeln. Das ist schon krass. Finde ich schon sehr smart. Da seht ihr, wie vielfältig das Repertoire der Orcas beim Jagen ist. Das ist schon enorm. Ohne sich selbst zu vertüllen. Finde ich ein sehr, sehr geiles Video. So, und eins habe ich noch für euch zum Abschluss. Der Orca-Jagd-Serie. Ein sehr schlechter Film von Robert McGlimmern, den ich mal gemacht habe vor 4000 Jahren. Circa. Ancient Movies. Einer meiner ersten lächerlichsten Filme. Aber wir gehen da einfach rein. Wir achten nicht auf die Qualität des Schnitts. Es ist 100 Jahre her, dass ich den mal gefilmt und zusammengeschnitten habe, aber ich glaube, er zeigt ganz gut, was da los ist. Ein, zwei Aufnahmen sind von einem anderen Kameramann, von Frieda, glaube ich, hieß er. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Kudos gehen auf jeden Fall raus, dass du mir das zur Verfügung gestellt hast. Und Max kriegt keinen Schock. Die Lizenz für das Video, für die Musik habe ich gekauft damals. Also von daher ein sehr schlechter Film von Robert McGlimmern. Der allerdings, sind es meine ersten Orcas? Ich muss gerade mal ganz kurz nachdenken. Ich glaube, es sind meine ersten Orcas, die ich gesehen habe. Ich will euch nichts Falsches sagen, aber ich meine, die argentinischen Orcas waren meine ersten. Also die Seelöwenbabys fressen. Und ich durfte tatsächlich einige Tage neben National Geographic und BBC Filmteams im Attack Channel sitzen. Musste dafür nicht mal was bezahlen. Es war unfassbar krass. Ein schöner Abschluss. Let's go. Ah, es geht übrigens auch um Füchse.
Hier, ne, da seht ihr, da oben, das seht ihr genau nicht, ich bin davor, guckt mal. Nur um euch das zu erklären, wir haben in einem anderen Video schon darüber gesprochen. Das ist Punta Norte, Peninsula Valdas. Hier oben ist eine Aussichtsplattform. Hier stehst du quasi als Tourist oder als Student und guckst hier runter. Und das sind alles Profikameramänner und Profikameraleute. Und die robben sich, um die Robben nicht zu erschrecken, in den Attack Channel, graben sich dort halb in das Kiesbett ein und sitzen dann da und warten, ob die Orcas kommen oder nicht. Und ich persönlich habe da ein paar Tage gesessen, hatte auch einige Attacken. Es gab aber Filmteams, 12 Tage, jeden Tag $1000 pro Person und nichts passiert. Abgereist, 2 Stunden später, Attacke, Attacke, Attacke. So ist die liebe Natur. Aber ich lasse jetzt mal laufen, nur dass ihr das einordnen könnt. Das ist der einzige Strand, wo das stattfindet, weltweit. Also. Da seht ihr auch da die Jungs mit den dicken Cams und so weiter. Und da wird auch so eine kleine Mami hier am Rand mal so kurz ein bisschen sauer. Und das müsst ihr euch überlegen, jedes Jahr kommen die da trotzdem wieder hin, jetzt hätte ich beinahe gesagt zum Ableichen, aber kriegen ihre Babys dort, obwohl die wissen, dass diese schwarzen Mistkerle hier draußen abhängen. Gefilmt habe ich das alles übrigens mit einer 7D und einer 5D Mark II. Das dürft ihr nicht vergessen, das ist 100 Jahre her. Und verrückterweise waren das, glaube ich, wirklich meine ersten Orcas. Jetzt überlegt euch mal die ersten Orcas, die man je sieht und dann im Attack Channel in Argentinien, dem krassesten Platz der Welt für Orcas. Also geil, also ich bin heute noch allen Leuten, die das möglich gemacht haben, Grüße gehen raus, bin ich so unfassbar dankbar. Die Aufnahme ist nicht von mir, die ist von dem anderen Kameramann. Da war ich noch nicht da und jetzt zieht euch das rein. Die Orcas machen halt auch einfach mal einen Seeelefantenplan. Ein sehr schlechter Film von mir aus vor 100 Jahren, aber ich hatte damals Spaß. War schon ganz witzig. Eine der krassesten Wildlife-Situationen, die man so haben kann. Aber man kann auch viel Pech haben und dann passiert da nichts. So ist das Leben. Aber ich hatte schon viele schöne Situationen. Ich hatte dort tatsächlich Glück. Ich habe viele Attacken fotografiert und gefilmt. Ja, einer der krasseren Orte. So, Leute, ich muss Schluss machen. Der Hund hat Hunger. Der beißt mir sonst ins Bein. Bubu. Guckt schon ein bisschen böse. Aber ein geiles Video über die Jagdmethoden der Orcas. Die sind noch viel vielfältiger. Und im Rahmen der Orca-Wochen hier auf YouTube werdet ihr bestimmt noch viele geile Jagdtechniken von Orcas sehen. Das nur mal als kleiner Einstieg in was die so alles können. Wie speziell sie sind, wie intelligent, wie geil sie einfach sind. Und ich glaube, wir finden das alles schön. Oder was? Wir finden das alles schön. Wir lieben Orcas. Einigen wir uns darauf. In diesem Sinne...